Ich habe nur mit Ho-Oh und Lugia in Pokémon Heart Gold gegen Trainer Rot auf dem Silberberg gekämpft. Dabei sind beide Pokémon auf Level 88. Lugia hat die Attacken Luftstoß, Erdbeben, Ruheort und Psychokinese. Das Pokémon Ho-Oh hat Erdbeben, Donner, Ruheort und Läuterfeuer. Mit diesen beiden Pokémon bekämpfen wir heute und jetzt und hier Trainer Rot, einen der stärksten Trainer im ganzen Pokémon-Universum. Trainer Rot fängt natürlich mit seinem Pikachu auf Level 88 an, was schon mal ziemlich gefährlich werden kann, da es Elektroattacken beherrscht und wir nun mal zwei Flug-Pokémon im Team haben. Ziemlich gefährlich werden, aber bin hier mit einem Erdbeben rangegangen und das hat ziemlich hart gescheppert. Ja, da ist Pikachu gleich mal One-Shot-mäßig down gegangen. Gegen den ständigen Hagelschaden habe ich hier übrigens die Items Überreste auf beide Pokémon gepackt, damit wir den Hagelschaden immer stetig regenerieren können. Das zweite Pokémon von Trainer Rot war sein Lapras und das konnte uns auch ziemlich gefährlich werden. Zum einen hat es Blizzard drauf, zum anderen aber auch noch Wasserattacken, die es gegen Ho-Oh einsetzen könnte. Ich bin hier gleich mal mit einem Donner rangegangen und der hat auch gleich getroffen. Ja, hat ja nur eine 70er Genauigkeit. Aber das hat halt noch nicht ausgereicht. Man braucht hier zweimal Donner, um gegen Lapras Land zu sehen. Beim ersten Versuch sind wir im gelben Bereich gelandet. Es geht auf Lake. Ja, das ist okay. Ja, wir haben noch nicht weniger als die Hälfte unserer KP. Hat also noch nicht den maximalen Schaden gemacht. Ja, es hagelt wieder, aber wir können halt perfekt durch die Überreste diesen Schaden kompensieren. Also das läuft wirklich wie geschmiert. Danach bin ich gleich nochmal auf Donner gegangen. Und der hat auch gleich wieder getroffen. Also ziemlich viel Glück am Start. Ja, der konnte auch durchaus in vorherigen Versuchen 3 bis 4 Mal hintereinander fehlschlagen. Aber jetzt zum Glück 2 Mal direkt hintereinander getroffen. Und da war schon das zweite Pokémon von Trainer Rot besiegt. Als drittes schickt Trainer Rot sein Turtok rein. Und da bin ich auch gleich drin geblieben. Wobei das auch ziemlich gefährlich werden kann, da Turtok ja ein Wasser-Pokémon ist. Als erstes habe ich hier versucht, ihn anzuchippen, ja, weil der Donner hier nicht ausgereicht hat in vorherigen Versuchen. Erstmal ein schönes Erdbeben ausgepackt. Oh, da war er ein bisschen angehätet. Hagelschaden hat er ja dann auch noch genommen. Aber er ist gleich auf einen Blizzard gegangen. Der tat jetzt weniger weh als eigentlich gedacht. Es war halt kein Step-Move von ihm. Aber er hat direkt mal Ho-Oh eingefroren. Und das ist ziemlich schlecht gewesen. Und da ist Ho-Oh auch gleich direkt in der ersten Runde eingefroren geblieben. Turtok konnte einen weiteren Blizzard auspacken. Und dann wurde es auch schon echt eng. Also ich musste jetzt zusehen, dass wir hier wieder Land gewinnen, ja, ohne Items einzusetzen, ohne Heil-Items einzusetzen. Und jetzt in der dritten Runde wurde Ho-Oh aufgetaut und geht gleich direkt auf Donner. Und der trifft auch 3 Mal hintereinander direkt mit Donner getroffen. Und Turtok geht dadurch gleich down. Richtig geile Sache. 3 Pokémon von Trainer Rot sind also schon gefallen. Da bleiben nur noch 3. Als viertes schickt er aber seinen Endgegner, unseren Endgegner hier rein, das Relaxo, gegen das wir einfach nichts sehr Effektives in der Hand haben. Da geht's als erstes mit Lugia in den Kampf. Und mit Lugia habe ich mich erst einmal langsam vorgetastet. Als erstes bin ich mal auf ein Erdbeben gegangen, um zu schauen, wie viel Schaden das hier überhaupt macht. Und das Erdbeben hat okayen Schaden gemacht. Und Relaxo geht auch gleich mal instant auf einen Blizzard drauf. Aber diesmal bin ich zum Glück nicht eingefroren. Relaxo nimmt natürlich auch Hagelschaden, was uns zugute kommt, dass er auch halt jede Runde ein bisschen weniger KP hat. Zum Glück trägt Relaxo hier keine Überreste, das wäre sonst echt gefährlich geworden. Als zweites gehe ich hier auf einen Luftstoß, um zu schauen, ob der mehr Schaden macht als Erdbeben. Und es hält sich ungefähr in Waage. Luftstoß, Erdbeben, völlig gleich. Relaxo packt wieder einen Blizzard aus. Diesmal sind wir schon im gelben Bereich gelandet und diesmal hat es uns aber eingefroren. Denkbar schlecht. Da wir schon im gelben Bereich waren, habe ich gleich direkt versucht, Ruheort einzusetzen und Lugia ist einfach direkt wieder aufgetaut. Weltklasse-Aktion und somit konnten wir uns hier fast wieder full life heilen. Relaxo geht aber gleich wieder auf einen Blizzard und der friert uns einfach mal gleich wieder ein. Das konnte doch wohl echt nicht wahr sein. Da habe ich also versucht, gleich nochmal auf einen Ruheort zu gehen und zu hoffen, dass es gleich wieder auftaut, aber das war halt hier nicht der Fall, leider. Relaxo ist jetzt auf Gigastoß gegangen und der hat abnormal viel Schaden gemacht. Deutlich mehr als vorher mit Blizzard. Aber Relaxo hatte hier eine Runde auszusetzen. Das kam uns wieder zugute, konnten wir uns ein bisschen regenerieren. Der Gigastoß von Relaxo hat hier zum Glück verfehlt. Der hätte uns jetzt locker gekillt. Und der Hagelschaden bringt Relaxo einfach fast in den roten Bereich hinein. Und somit war klar, was jetzt passiert. Trainer Rot geht auf eine Top-Genesung und heilt seinen Relaxo einfach wieder voll. Das Pokémon mit dem meisten KP, das Pokémon, welches am längsten dauert, bis wir es down bekommen, heilt er einfach wieder hoch. Somit geht der ganze Spaß hier wieder von vorne los. Aber glaubt nicht, das war's dann. Nein, ich habe das Relaxo wieder gleich in den roten Bereich hineingebracht nach dem Einsatz mehrerer Attacken. Und dann passiert das, was passieren musste. Er geht ein zweites Mal auf eine Top-Genesung und ist wieder full life. Aber da ich wusste, dass er sich gleich wieder hochheilt, bin ich gleich auf ein Erdbeben gegangen, um wieder Schaden machen zu können, um gleich wieder seine KP ein bisschen zu verringern. Das war jetzt auch die letzte Runde gegen Relaxo. Jetzt war es an der Zeit, ihn zu besiegen. Danach bin ich gleich nochmal auf ein Erdbeben gegangen. Und das kam mir dann fast davor, als wäre es noch besser als die vorherigen Versuche mit Luftschnitt gewesen. Also bin ich gleich dabei geblieben. Und jetzt hat er einen Spukball ausgepackt und da trifft uns natürlich sehr effektiv, war aber halt ohne Step und da war der Schaden aushaltbar. Jetzt bin ich wieder im gelben Bereich
gleich gelandet, aber das machte nichts. Ich wollte mich jetzt mit Ruheort hochheilen, doch hab dummerweise auf den letzten Luftstoß gedrückt, den ich mir eigentlich aufsparen wollte, und habe Relaxo nur in den roten Bereich gebracht. Er geht nochmal auf Spukball, den haben wir zum Glück überlebt. Und zum Glück hat Trainer Rot das Relaxo nicht nochmal hochgeheilt. Ja, er hat es schon zweimal Top-Genesung eingesetzt, zum Glück bei Relaxo nicht nur ein drittes Mal. Und somit konnten wir uns erst nochmal schön hochheilen, damit wir für den nächsten Pokémon gerüstet sind. Dann hat es aber ein Knirscher ausgepackt, der wieder abnormal viel Schaden gemacht hat, daher natürlich auch sehr effektiv trifft. Und da bin ich dann halt gleich nochmal auf einen Ruheort gegangen, um möglichst full life in die nächsten Pokémon reinzugehen. Da der Hagelschaden jetzt hier gleich beim nächsten Mal reicht oder reichen würde, bin ich einfach nochmal auf einen Ruheort gegangen, damit ich hier fast wieder full life bin und Relaxo down geht. Ich musste hier zwar nochmal ein bisschen Schaden einstecken, aber das war okay. Und der Hagelschaden reicht hier aus, um das Relaxo zu killen, und endlich war dieser Brocken von Pokémon besiegt. Trainer Rot hatte also nur noch zwei Pokémon übrig. Sein vorletztes Pokémon ist das wunderschöne Glurak. Und gegen Glurak habe ich natürlich mein Ho-Oh ausgewählt, damit Glurak einfach nicht so krassen Schaden rausdrücken konnte. Aber Ho-Oh war schon ziemlich angefressen und da habe ich es erstmal wieder mit Ruheort hochgeheilt, um auch zu sehen, wie viel Schaden Glurak überhaupt machen konnte. So, wir waren jetzt also wieder im grünen Bereich und Glurak ist auf einen Luftschnitt gegangen. Der war aber aushaltbar. Ja, wir sind selber ein Flug-Pokémon. Aber Luftschnitt hat halt auch eine hohe Volltrefferquote. Durch den Hagelschaden sind wir natürlich wieder beide betroffen gewesen. Das kam uns auch zugute, dass Glurak dann schon ein bisschen angehittet ist. Und als zweites habe ich versucht, gleich direkt den Donner zu drücken. Aber der ist natürlich fehlgeschlagen. Es musste auch irgendwann so kommen. Glurak ist weiterhin bei Luftschnitt geblieben. Und das war okay, das war aushaltbar. Wir waren allerdings schon wieder im gelben Bereich. Doch da Luftschnitt nicht so viel Schaden gemacht hatte, habe ich versucht, gleich noch einen Donner rauszudrücken. Aber auch der ist wieder fehlgeschlagen. Der Luftschnitt hat uns nach wie vor im gelben Bereich gelassen. Aber mit deutlich weniger KP. Also war es jetzt an der Zeit, wieder einmal Ruheort zu drücken, damit wir wieder full life oder annähernd in den grünen Bereich kommen. Glurak ist wieder auf Luftschnitt gegangen und hat diesmal einen Volltreffer gelandet und uns direkt wieder in den gelben Bereich hineingebracht, was uns einfach nochmal dazu gezwungen hat, Ruheort einzusetzen, damit hier kein Pokémon down geht. Der weitere Luftschnitt von Glurak hat uns wieder im grünen Bereich gelassen, also alles gut, alles gute Voraussetzungen, um hier weiter anzugreifen. Jetzt musste nur noch der Donner treffen. Und das macht er auch. Er trifft Glurak und durch diesen Donner geht das epische Glurak down. Trainer Rot hatte also nur noch ein Pokémon übrig und das war sein Bisasflor. Das Bisasflor war natürlich ein Kinderspiel mit Ho-Oh und Läuterfeuer, wobei man sagen muss, das Läuterfeuer hat hier nicht für einen One-Shot gereicht. Bisasflor ist einfach mal im roten Bereich stehen geblieben, hat aber einen Burn mitgenommen, was das Ding einfach mal gekillt hätte, wenn nicht der Hagel schneller gewesen wäre. Hier mussten wir noch ehrenhalber eine Matschbombe einstecken, aber die waren völlig okay, das war völlig egal, weil das Bisasflor jetzt einfach durch den Hagelschaden down gegangen ist und somit hatte ich Trainer Rot auf dem Silberberg besiegt mit nur zwei Pokémon, zwei legendäre Pokémon, Ho-Oh und Lugia. Und wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!